Wir müssen lernen, Strategien in einer Phase der Unsicherheit zu entwickeln. Und das erfordert multidimensionales Denken, offenes Denken für verschiedene Richtungen, Denken in Optionen. In der Tat, glaube ich, ist eine Krise immer eine Chance zur Veränderung, aber nicht zwangsläufig, sondern man muss die Veränderung aktiv herbeiführen. Die Gesellschaft muss auch verstehen, dass es nicht ohne die Wirtschaft geht. Das beste Synonym, was ich finde für Zeitenwende, ist radikales, generelles Umdenken. Genau das ist gefördert und das bedeutet für mich jetzt bei der Transformation wirklich Zeitskalen zu definieren, in denen man was erreicht und auch in den Wegen dahin verschiedene Optionen offen zu lassen. Wir haben ja gesehen, dass eine Fokussierung auf eine Richtung oder auf einen Weg sehr gefährlich ist. Das ist ja das Charakteristikum einer Krise. Man muss sich plötzlich öffnen, man muss andere Wege gehen können. Ich bin als Physiker Anhänger der Pendeltheorie. Und er sagt immer, die Entwicklung der Welt passiert sozusagen in einer Pendelbewegung. Das schwingt mal nach der Seite und dann schwingt das wieder mal nach der. Aber irgendwie kommt es immer weiter nach oben. Also Dialektik im Prinzip. Und was wir ja gesehen haben, ist in der letzten Zeit ein sehr starkes Ausschlagen des Pendels gegen Technologie, für Menschentum, für Nachhaltigkeit. Was richtig ist, was notwendig ist, damit überhaupt so ein Sense of Urgency entsteht und das Bewusstsein. Aber ich glaube jetzt, und jetzt bin ich bei Ihnen, jetzt in der spannenden Zeit, jetzt kommt die Krise und so einfach, wie sich das viele gedacht haben, ist es halt nicht. Und jetzt muss das Pendel wieder ein Stück zurückschlagen, um die nächste vernünftige Gleichgewichtslage zu finden, bis es wieder einen Anstoß gibt. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich bringe immer die Analogie, die Ölkrise in den 70er Jahren, hat bewirkt, dass die Digitalisierung damals, die ganzen PCs, das war ein Erfolg der Ölkrise, weil man damals, das war der erste Dämpfer sozusagen zum Thema Club of Rome und so weiter, der erste Dämpfer hinsichtlich der Ressourcenunbegrenztheit. Danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die Welt gedacht, Ressourcen sind unendlich. Ich habe noch in meiner Schulzeit Bücher bekommen, was alles möglich ist und wie wir auf den Mond fliegen werden und mit Taxis und die in der Luft abheben, kommen heute alle wieder. Nur da wird eben vieles eben, es war alles mit unendlichen Ressourcen gedacht. Es ist gut, dass es solche Konflikte gibt, weil Konflikte sind die Katalysatoren Krisen sind die Katalysatoren für Fortschritt. Was aber wichtig ist, den Fortschritt gestalten die Menschen. Von alleine passiert das nicht. Also die Krise ist sowas wie der Nährboden für eine katalytische Funktion. Und jetzt müssen die Menschen richtig ran. Und da braucht es Bildung dazu, mehr denn je, weil die Welt viel komplexer geworden ist als vor 50 Jahren. Da haben wir ein Thema. Es braucht eine Offenheit, weil ich kann die Konflikte nur lösen, wenn ich die Seiten offen bin für alle Seiten. Und es braucht als drittes aus meiner Sicht eben da bin ich überzeugt von, ein demokratisches Verständnis, dass wir die Dinge aushandeln müssen, um zu einer Lösung zu führen. Dagegen sieht man ja aber, dass es noch nicht klar ist, dass nicht ein autokratisches System wie China zumindest kurzfristig bessere Wissenschaftserfolge und auch Technologieerfolge erzielen kann. Also wir müssen auch den Gegenbeweis antreten, dass diese drei Thesen, denen ich gerne nachhänge, die ich gerne unterstützen würde, dass die erfolgreich sind. Ja. Und das ist schon nochmal eine Aufgabe, vor der stehen wir ganz akut. Die ist da. Manche haben es noch nicht wahrgenommen, aber das ist genau die Aufgabe. Es ist noch überhaupt nicht klar, dass dieses, ich rede jetzt nicht von Russland, aber China ist ein autokratisches System, was enorm dirigistisch die Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft voranbringt. Was haben wir dagegen zu setzen? Und das schaffen wir nicht allein, indem wir nur sagen, wir sind besser und wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Das reicht nicht. Ich habe meine Vermutung und die geht dahin, dass diese Diskursfähigkeit ein Stück weit dadurch verloren gegangen ist, dass eine Seite einen sogenannten moralischen Imperativ mit sich bringt. Also dass meine Position, die ich vertrete, die ist gut. Die ist auch faktisch gut, das will ich gar nicht negieren. Aber deswegen ist der andere nicht von vornherein schlecht, weil er eine andere Position vertritt, sondern muss gehört werden. Also ich glaube, die Attribut-Hinzufügung in der Diskussion von moralisch gut oder ethisch gut und nicht gut hat vielfach dazu geführt, dass wir nicht mehr sauber diskutieren und die Dinge aushandeln. Auf der einen Seite halten wir den Begriff Diversität in der Gesellschaft ganz hoch,
Aber bei bestimmten Punkten werden wir monothematisch oder monokulturell. Und das ist für mich ein Widerspruch. Und ich glaube, das ist auch nicht gut für die Gesellschaft. Deswegen, ich bin ganz großer Anhänger von Diversity und in jeder Hinsicht. Aber das bittet dann auch in allen Bereichen durch. Ich habe sehr viele Mitarbeiter kennengelernt in meinem eigenen Unternehmen. Die kamen aus Quereinsteiger, haben sich dann aber in MINT eingearbeitet. Und also generell bin ich eben auch für diese Durchlässigkeit. Ich finde diese Schubladisierung halt eben auch teilweise bedenklich. Trotzdem. Nach 10 Jahren, Sie haben es gerade gesagt, zeigt ja das aktuelle Barometer enttäuschend. Und wir müssen uns die Frage stellen, wenn man 10 Jahre, 15 Jahre auf ein Ziel hinarbeitet, kommt aber nicht näher, da ist dieses Ziel ja nur die Messung für uns in Deutschland. Dass andere Länder vielleicht in der Zeit sogar noch weiter nach vorn gegangen sind, ist da im Report noch gar nicht drin. Wir messen ja nur den Fortschritt gegen uns selbst. Das ist schon bedenklich. Und da müssen wir als Stifterverband nicht nur sagen, mehr und wir müssen es weiterarbeiten, sondern wir müssen auch die Frage stellen, was müssen wir anders machen? Offensichtlich waren die Mittel nicht ausreichend. Da könnte ich jetzt auch spekulieren. Das hat was eben auch damit zu tun, wenn man Technologieoffenheit und Technologieverbote in der öffentlichen Wahrnehmung hat, wird man nicht unbedingt sich in Technik orientieren, weil man das ja nicht als was Offenes empfindet. Zweitens gibt es bei uns in Deutschland eine Disjunktion, ein Auseinanderklaffen von ich mache etwas für Purpose, für Umwelt und Gesellschaft oder ich mache Technologie. Das finden Sie in anderen Ländern nicht, diese woher auch immer kommende Dissonanz zwischen diesen beiden Themen. Dabei ist doch völlig klar, ich meine, das wird dann noch nie thematisiert, dass das Elektroauto durch ganz tolle Ingenieure, ich bin ja selber bei Bosch in Aufsichtsrat in der Treuhand, das sind super Ingenieure. Die Lösung einer Energieproblematik wird eben nicht nur durch irgendein Windrad kommen, sondern die wird vor allen Dingen auch durch digitale Lösungen, wie wir die Energie verteilen, gemacht werden. Alles Ingenieursdisziplin. Und wir schaffen es nicht, schon in der Schule nicht und auch in der Hochschule nicht, diesen Link, diese Verbindung zwischen ich mache Purpose im wahrsten Sinne für Nachhaltigkeit und für die nächste Generation und Technologie herzustellen.